Die Beseelung im modernen Zeitalter. Wahrscheinlich sind in den meisten Fächern nur Bücher. Aber manchmal passiert es ja, dass auch Schriftrollen da drin sind. Erinnerung einer Hebamme. Jonas letztes Tagebuch, das kennen wir ja schon. Die Königin, die gewesen war und noch immer ist. Warum haben wir Vodika-Tant hier drin? Was ist hier? Diese Karte zeigt die alten Kolonialgrenzen des Dürrwalds. An der Stelle des heutigen Trutzbucht ist eine Siedlung namens Neu-Dünnrot markiert. Hätten wir in irgendeinem der Fächer ist was Besonderes. Großer weißer Hirsch. Nix. Nichts. 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 Nein. Nein. Skentische Bibel haben wir auch hier drin. Und hier sind auch noch Fächer. Haus Domine. Die Entwicklung eines Schmelztiegelritters. Monster des Todes, Feuerarchipel. Oh. Zackenräuber, Windeschlange, Leviathan, Polpovier. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir all diese Kreaturen dort begegnet sind. Gut. I'm here. Dorn, raus hier. Wenn ich im Stellenmodus hier stehen bleibe, oder muss ich mich dazu bewegen? Ich frage mich halt gerade, was passiert, wenn die Försterhütte fertig ist, während ich hier draußen bin. Looks a little healthier than before. Jetzt sollte sie eigentlich fertig sein, oder? Ah, 32 Minuten. Ich gehe einfach mal zur Försterhütte, mal sehen, was passiert. Zehn Minuten noch. Bewegt sie es weiter? Eine Minute, okay.
Okay, der Bau der Försterhütte ist angeblich abgeschlossen. Die wird aber wahrscheinlich erst geupdatet werden, wenn wir das Gebiet mal verlassen haben. So, jetzt wollte ich den Irrgarten haben. Also ja, die Försterhütte können wir uns eigentlich angucken, wenn wir das nächste Mal in Cat Noir sind. Ich weiß immer noch nicht, was ich besser finden soll, wie in Pillars of Eternity 1 eine eigene Burg zu haben. Um die man sich aber ziemlich gut kümmern muss. Oder wie in Pillars of Eternity 2 ein eigenes Schiff zu haben. Also ja, innerlich fehlt noch das Forum, die Gärten, der Irrgarten und das Trainingsgelände, das, keine Ahnung, wahrscheinlich hier drüben ist. Jedenfalls dem Aussehen nach. Ja, ist das im Schutz der Burgmauern. Also hier drüben, das Trainingsgelände. Und dann die Ringmauern und die Gebäude. Die Mauern machen halt den meisten Schutz, die Gebäude das meiste Prestige. So. Dann geht es jetzt zurück nach Farnheim. Da sind wir einen ganzen Tag unterwegs. Und da kümmern wir uns jetzt hier, also erstmal reden wir mit Lady Webb. Die wird uns dann zwei neue Sachen. Bei seiner Rückkehr konnte Fürst Bringivar den Aufstand beilegen. Der Handel in dem Gebiet ist zurückgegangen, aber du wirst als örtlicher Held angesehen. Und ja, im Kerker waren wir jetzt auch nicht, aber ist ja egal. Wir eskortieren den Bittsteller, wir machen das pfeifende Schilf. Eigenbeschuss? Achso, Zauber. Was ich gerade gucken wollte. Nicht wissen. Kampfmechaniken auch nicht. Das steht wohl irgendwie nicht so wirklich darum. Ach so, ja, unsere Biografie hat sich auch ziemlich erweitert. Ja, unser Tagebuch. Das könnten wir am Schluss mal lesen. Herr der Gestalten, das war Hivarias Wunsch. Ach ja, und das verkohlte Fass wollten wir uns mit dem Botschafter treffen. Machen wir das mal als erstes. Immerhin geht es da um unsere Burg. Da ist Kanzler Varin, genau. Fürst Italisa, ich habe mich schon gefragt, wann Sie eintreffen würden. Sie haben einen Brief gesandt? Nein, das habe ich nicht. Ich habe einen Brief erhalten von Ihnen. Der Kanzler steht da in Humbia und blickt dich verwundert an. Soweit ich weiß, hat sich in der Rechtmäßigkeit Ihres Besitzes von Cat Noir nichts geändert. Du bemerkst, dass es im Vorkundenplatz fast plötzlich verdächtig still geworden ist. Als du dich umdrehst, siehst du die letzten Gäste hastig durch die Tür verschwinden. Einen Augenblick später stapft eine Gruppe bewaffneter Männer und Frauen in die Taverne. Oh weh, der Kanzler versteckt sich schnell unter dem Tisch.
Die junge Frau, die offensichtlich Anführerin der bewaffneten Gruppe ist, nimmt mit einer Hand ihre Kutte ab, während die andere auf einer Pistole in ihrem Gürtel ruht. Du erkennst sofort Gatbins Hauptmann. Nun, da die Schafe von ihrer Weide geführt werden, können wir unsere Geschäfte tätigen, so angenehm sie auch sein mögen. Ich erinnere mich an dich, du warst mit Fürst Gatbin im Palast. Und ich mich an dich. Ich muss gestehen, du wirkst recht interessant. Leider ruft die Pflicht. Was willst du? Oh, ich denke, das weißt du. Fürst Gatbin hat deinen Tod angeordnet. Sie runzelt die Stirn. Wirklich ein Jammer. Ich bewundere die Geschichten über dich, selbst wenn nur die Hälfte davon wahr ist. Leider habe ich meine Befehle. Gatbin wird verlieren. Du solltest für mich arbeiten. Der Mann ist ein Schwein, wenn auch ein adliges, wohlhabendes Schwein. Ihre Nippelkeulen sind nicht angewidert. Stehe ich erneut vor der Wahl, ich bezweifle, dass ich in seinen Diensten eintreten würde. Aber was geschehen ist geschehen und Fürst Gatbin ist ebenso gnadenlos, wie er arrogant ist. Er scheint vor nichts zurück, um Verräter zu bestrafen. Was könntest du mir anzubieten haben, damit ich ein solch hohes Risiko eingehe? Ein besseres Leben im Dienst eines ehrenhaften Fürsten? Ich habe solche Geschichten über dich gehört. Sie können doch nicht alle wahr sein, oder doch? Sie schweigt einen Augenblick lang. Geschichten deiner Wohltätigkeit, deiner Güte, aber ich sehe auch Stärke in dir. Aber reicht es aus, um fürs Gatbin zu besiegen? Dieses Risiko ist mir zu hoch. Dennoch, ich glaube, ich kann Gatbin sagen, dass du den Köder nicht geschluckt hast und niemals hier aufgetaucht bist. Heute muss doch niemand sterben, oder? Sie blickt zu ihren Truppen, die zustimmend nicken. Eines solltest du wissen, schon bald kommt der Tag, an dem du dich Gatbin stellen musst. Ich habe so lange überlebt, weil ich immer weiß, auf wessen Seite ich mich schlagen muss. Wenn du dich auf dem Schlachtfeld beweist, wer weiß, auf bald, Talisa. Nun, das war unerwartet. Varin taucht unter dem Tisch auf und glättet die zerknitterten Ärmel seiner Robe. Aber nun ergeben die seltsamen Berichte, die ich vom Griff erhalten habe, etwas mehr Sinn. Sprechen Sie weiter. Graf Bademar hat entschieden, die Aktivitäten von Fürst Gatbin im Auge zu behalten. Gatbin hat in letzter Zeit viele Männer eingeheuert. Wir wissen jedoch nicht, zu welchem Zweck. Ich würde Ihnen raten, auf Ketnur zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Möglicherweise wird Spione oder Saboteure in ihre Festung einschleusen. Seien Sie auf der Hut, Talisa. Ich glaube nicht, dass wir Gatbin so einfach aufgibt. Er leert den Rest seines Bieres und nickt ihr knapp zu, ehe er sich zur Tür begibt. Okay. Varin sagt, ja, das fingierte Treffen mit Kanzler Varin und der Angriff von Hauptmann Emery waren beides Ablenkungsmanöver, um mich eine Weile von Ketnua fernzuhalten. Ich muss dorthin zurückkehren, um herauszufinden, was in meiner Abwesenheit geschehen ist. Aber nicht jetzt. Wir sind jetzt in der Stadt. Wir haben ja auch noch eine andere Aufgabe, nämlich Taos finden, bevor wir den Verstand verlieren. So, und dafür sollten wir mit Lady Web reden. Und ja, zwei weitere Aufgaben haben wir noch. Nämlich einmal... Also ja, Stahlwinde sind die Schmelztiegelritter und der letzte Akt. Olli, Lora und Elka. Mit Lora und Elka habe ich schon geredet. Nur noch mit Olli in Ondras Geschenk nicht. Und in Ondras Geschenk ist auch immer noch die Banshee, um die wir uns kümmern müssen. Oh ja, erstmal Lady Web Bericht erstatten. How fares your search?
Wie kommst du mit deiner Suche voran? Ich habe dir etwas über die Operation des bleiernen Schlüssels zu berichten. Well, let's hear it. Na dann raus damit. Der bleierne Schlüssel manipuliert eine Gruppe engvitanischer Maschinen, die im ganzen Land verstreut sind. Was die Hohlgeburten-Epidemie zu verursachen scheint. I had feared they might be involved in Widewind's legacy. It seemed too extreme even for them. How naive I've been. Ich hatte befürchtet, dass sie etwas mit Whitemans Vermächtnis zu tun haben könnten. Es schien aber zu extrem, selbst für sie. Wie naiv ich doch war.